Hallihallo, Hallöchen, meine lieben Streetracer da draußen und herzlich willkommen hier zurück zu einer weiteren nitrogeladenen Folge Need for Speed Most Wanted, natürlich aus dem Jahre 2005. Wie sollte es anders sein? Das Remake war ja zum Kotzen. Wir können tatsächlich Casey bzw. Case, keine Ahnung wie genau sie ausgesprochen wird, herausfordern. Machen wir natürlich aber noch nicht, denn wir haben noch zwei Rennen im Hintergrund. Seht ihr tatsächlich schon ein neues Auto, was ihr jetzt gleich im ersten Rennen zu Gesicht bekommt. Und da ist er. Ist er nicht schick, Freunde? Ist er nicht schick? Wir haben einen Mazda RX-7 in lila mit schwarz. Ich find's ultra cool. Ich find's richtig, richtig cool. So ein Zwei-Farb-Design habe ich ihm gegeben. Mit Streifen, so ein Tribal, finde ich ultra schick. Cooler Spoiler hinten drauf. Auch in Wagenfarbe natürlich. Oh, und hier heißt es Mazda RX-7 gegen Mazda RX-7. Wer wird sich wohl durchsetzen? Also ich hatte unglaublich Bock. Ich hatte unglaublich Lust auf einen Mazda RX-7. Weil es auch einfach so ein absolutes japanisches Tuning-Kult-Auto ist. Und ich hatte einfach unfassbar Bock, mir das Auto zu kaufen. Und vor allem von den Stats her, also Geschwindigkeit, Beschleunigung und Handling, war der besser als der Porsche Cayman S, mit den hatte ich übrigens auch überlegt zu holen. War der RX-7 aber besser und hat nur 42.000 gekostet und der Porsche hätte 60.000 gekostet. Also dachte ich mir, nee, komm, nimmst den RX-7, da hast du richtig Lust drauf. Und genau so ist es jetzt gekommen, Leute. Und ich finde es super. Ich habe den A3 verkauft und ich habe auch den Ford Mustang GT von der Jewels verkauft, um ein bisschen Geld wieder reinzukriegen. Weil ich musste, hab natürlich einiges ausgegeben aufgrund dessen, dass wir den RX-7 komplett hochgetunt haben, was aktuell so Stand der Dinge ist, also was so ging. Und habe deshalb aktuell nur noch den RX-8, den Toyota Supra und jetzt den RX-7. Also ich habe drei Autos. Ich denke, damit kommen wir aktuell ganz gut hin. Vielleicht kommt irgendwann auf jeden Fall noch ein viertes dazu. Ich denke sogar sehr wahrscheinlich. Mal sehen. Oder wir werden bei drei Autos bleiben, die wir wechseln. Tatsächlich, weil er vom Handling ziemlich identisch ist zum Toyota Supra, hatte ich auch überlegt, ob wir den Toyota Supra vielleicht mal verkaufen und da noch ein anderes Auto anstelle des Toyota Supra mitnehmen. Aber ich weiß es wirklich noch so gar nicht. Ich habe noch keinen blassen Dunst, was ich genau mache. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Das Projekt geht ja noch eine Weile. Ihr kriegt das immer gar nicht so mit, aber das Projekt ist natürlich langwierig für mich im Hintergrund auf jeden Fall. Weil ich muss ja immer das gewisse Kopfgeld erspielen, um die neuen Blacklist-Fahrer herauszufordern. Ich muss aber auch immer, Alter, was ist mit ihm los? Der RX-7 geht steil. Ich muss aber auch immer noch die Rennen schaffen, um die Blacklist... Also, ich möchte halt nicht jedes Rennen ins Let's Play mit reinbringen, weil ich mir denke, das macht keinen Sinn. Beziehungsweise wäre das halt langatmig und für euch vielleicht sogar langweilig, wenn wir wirklich jedes Rennen mit reinbringen. Und deshalb dachte ich mir, oh, das war nicht... Alter! Und deshalb dachte ich mir, okay, ich... Jetzt, jau! Geil. Und deshalb dachte ich mir... Ja, ein bisschen fies am Ende von mir, aber ich muss ja wieder das Rennen gewinnen. Und deshalb dachte ich mir natürlich, ich bringe hin und wieder, beziehungsweise spiele hin und wieder, was heißt denn wieder, eigentlich immer, die Rennen zwischendrin, nicht alle, aber viele, und zeige euch dann die wichtigen und geilen Rennen, die wir dann hier noch so machen können. Und vor allem die Blacklist-Fahrer eben. Gut, auf zum nächsten Rennen, bevor wir uns gegen Case bzw. KZ randrauen, ja? Ein Mautstellenrennen, also. Boah, sieht der RX-7 nicht absolut Porno aus? Ich finde den unfassbar. Ich finde den unfassbar geil.
Ich finde auch dieses Design, ich war mir am Anfang nicht sicher, ob ich die Farbauswahl geil finde. Aber ich lieb's halt einfach, Autos mit schwarzen Applikationen zu machen, weil das halt immer das Auto so böse wirken lässt und halt immer sportlicher macht, meiner Meinung nach. Deshalb gibt's ja nicht umsonst auch überall, egal bei welchem Hersteller man guckt, Carbon- oder Blackstyle-Pakete, die man sich zu den Autos dazu konfigurieren kann, damit das Auto sportlicher wirkt. Das sieht einfach immer unfassbar gut aus. Uns wird ein rücksichtsloser Fahrer gemeldet. Er wurde zuletzt gesichtet in Fahrtrichtung Norden auf der Promenade. Kann sich bitte jemand auf den Weg dorthin machen? Autsch, die Kurve habe ich nicht gut bekommen. Ich wollte jetzt die Polizeisprecherin natürlich ausreden lassen. Ja, auf alle Fälle wusste ich auch nicht so ganz wegen dem Lila, was ich hier gewählt habe als Grundfarbe, weil ich dachte mir, vielleicht sieht das halt komplett scheiße aus und gefällt euch wahrscheinlich gar nicht. Aber ich dachte mir dann so, als ich das gewählt habe und dann mit den schwarzen Applikationen, Alter, das sieht ja mal richtig oberhammergeil aus. Also finde ich, Freunde. Ich meine, guckt euch das an. Das Bodykit, ja, beim RX-7 irgendwie, ich glaube in Carbon, waren die Bodykits für einen RX-7 geiler. Glaube ich. Weiß ich nicht mehr zu hundertprozentig. Ich finde, das jetzt hier war das Beste, was ging. Ich finde, er wirkt vorne sehr breit, aber wenig monströs, sage ich mal. Aber okay. Man kann ja nicht alles haben, ne? So, let's go, der Hase. Schön den Zeitbonus abgeräumt hier. Ja, Mautstellenrennen sind halt meist recht entspannt, sage ich mal. Da habe ich, glaube ich, auch noch nie eins beim ersten Versuch nicht geschafft. Die waren alle immer ziemlich machbar. Einfach aus dem Grund auch, dass man hier halt keinen wirklichen Widrigkeiten ausgesetzt ist. Es sei denn, man fährt wirklich unfassbar schlecht. Dann könnte es natürlich sein, dass man es aufgrund des Zeitlimits dann, so wie ich jetzt gerade, dann nicht schafft, die nächste Mautstelle zu passieren. Aber wie gesagt, da muss man schon... Ich bin der Meinung, da muss man schon extrem schlecht fahren. Aber ja. Ich würde mir von dem Game hier ein Remake mit den heutigen... Mit den heutigen Grafikstandards, so von anbauend oder so, würde ich unfassbar gut finden. Alter, gleich zwei Cops? Und das kurz vorm Rennende, na toll. Okay, dann hängen wir mal die Cops eben noch ab, ne? Na, da ist ja schon der Nächste, was ist denn hier los? Gleich drei. Jo. Das könnt ihr probieren. Aber erstmal entkomme ich euch. So, hier. Lust auf den Donut. Hehe. Das sollte es auch schon gewesen sein gegen euch, Cops, ne? An alle Unterstützungseinheiten. Fahrzeug wurde zuletzt gesehen in östlicher Richtung an den Heritage Heights vorbei. Easy peasy. Absperrung des Sektors im Radius von 10 Meilen ist durch die Einsatzleitung genehmigt. Einsatz ist weiterhin Code 6. Zielpositionen eventuell anpassen. Alles weitere findet ihr auf eurem Schirm. Okay, Freunde, dann können wir jetzt gegen KZ antreten, legen wir los. Ach, sie bringt die Cops gleich mit? Auch nicht schlecht. Alter, was geht denn bei ihr? Sie kommt auf jeden Fall mit einem Mercedes angerast. Nett, auch wenn ich das Auto nicht so schick finde. Also nicht so meins ist. Ich würde es trotzdem nehmen. Auf jeden Fall hat sie einen mega geilen Start hingelegt. Also das muss man ja einfach lassen. Sie hat einfach mal die Cops gleich abgeschüttet.
bevor sie das Rennen gegen uns gestartet hatte. Was ist das denn für ein geiler Auftritt? Also das muss man einfach mal sagen, das haben sie echt cool gemacht. Mir fehlt so ein bisschen, vielleicht kommt's noch, ich habe Need for Speed Most Wanted. Boah, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, ich habe es nie durchgespielt. Ich habe es immer nur bis zu einer bestimmten Blacklist-Anzahl gespielt. Boah, Alter, what the hell, wo kam sie denn her? Auf jeden Fall fehlt mir so ein bisschen das, wenn wir gegen die Blacklist-Teilnehmer fahren, dass vielleicht sogar mal ein Rennen kommt, wo man tatsächlich mal auch die Cops im Schlepptau gleich irgendwie drin hat. Wo man vielleicht so auch Straßensperren der Cops irgendwie umfahren muss. In einem Rennen mit drin oder so. So ein bisschen was Trickyhaftes. Das fände ich irgendwie noch total nice. Wäre für ein Remake halt zu überlegen, dass man die Blacklist-Rennen... Oh, Alter, fahr ich schlecht. Dass man die Blacklist-Rennen vielleicht so gestaltet, dass man bei denen immer die Cops mit am Start hat. Das wäre doch ultra nice. Also das würde ich halt sehr, sehr feiern, weil es irgendwie sehr, sehr gut zum Setting und zur allgemeinen Geschichte passt. Weil wir eigentlich startet die Geschichte ja damit, dass uns dieser eine Cop am Auto schon direkt ans Bein pissen will, ja. Und meint, oh nee, bin ich doof. Oh yes, was hast du für eine geile Karre, ne? Wisst ihr, wie ich meine? Deshalb, das würde eigentlich nur Sinn machen. Oh ey, dass ich jetzt durch die Mautstelle gerast bin, war aber auch wirklich wieder zu dumm. Aber sie fährt den Außenbogen. Das hat uns natürlich... Geschwindigkeit und auch Luft gebracht. Eine Menge Luft. Die Strecke hat man gerade eben in den zwei Vorrennen so ähnlich, oder? Kann das sein? Okay, hier sind wir nicht lang gefahren. Nee. Ach, okay. Wo fahren wir denn hier lang? Ich muss aus der Bahn. Tut mir leid für ums Café. Ich hole mir beim nächsten Mal auch ein Eis, um es wieder gut zu machen. Huhuhuhui. Coole Strecke. Gefällt mir gut. Allgemein der Auftritt gegen Kasese. Oh nein, immer die gelben Autos. Wisst ihr noch, Freunde, es sind bei mir immer die gelben Autos, die ich mit wegschleppe. Und das so kurz vorm Ende. Wir sind bei 90% Rennfortschritt. Wir lassen sie aktuell noch gut hinter uns. Es sind Gott sei Dank auch zwei Sprintrennen. Wo man halt tatsächlich... Okay, ich konzentriere mich gerade ein bisschen mehr, bevor ich irgendwelche Dünnschiss wieder laber. Gut, eins von zwei Rennen haben wir erfolgreich bestritten. Gehen wir zu Nummer zwei. Oh yes. Tatsächlich finde ich, hat sie ein cooles Bodykit aber für den Mercedes. Das gefällt mir echt gut. Aber das Auto an sich, war, finde ich halt gar nicht mal so geil. Oh, sie hat das grüne Auto gerade voll mitgenommen. Das hat uns natürlich gleich einen schönen Vorsprung geschaffen. Mega gut. Sehr, sehr gut. Den nutzen wir natürlich aus und versuchen so gut wie möglich zu fahren. Damit wir den Vorsprung natürlich auch beibehalten. Aktuell mache ich das aber erstaunlich gut. Bin von mir selbst gerade ein bisschen überrascht. Oh, und da hätte ich fast alles wieder gerade dahin geschmissen. Eieieiei. Okay, wir haben einen guten Vorsprung. Allgemein wirkt sie tatsächlich aktuell nicht so stark. Da war schon das deutlich schlimmere Kraftpaket, was seine Spielstärke anging, uns gegenüber. Ich muss sagen, sie macht jetzt nicht so den krassesten Eindruck, obwohl sie ja angekündigt wurde, von wegen sie zerbricht ihre Gegner wie so ein Stöckchen. Davon merke ich aktuell nicht so viel. Aktuell spüre ich nicht mal einen Hauch ihres Motors bei uns im Heckgetriebe. Es gibt
kein Heckgetriebe. Was erzähle ich hier? Ich meinte in meinem Auspuff. Aber sie holt doch wieder auf. Also, schlecht fahren tut die nicht. Ey, jedes Mal, wenn man durch diese Büscher hier fährt, verliert man halt unglaublich an Speed, ne? Ey, die hat wieder gut aufgeholt. Krass. Dabei trete ich gefühlt gar nicht vom Gas runter. Also ich bleib eigentlich durchweg... Boah, Alter. Ich bleib eigentlich durchweg auf dem Gaspedal. Und trotzdem holt die nochmal richtig gut auf. Sag mal, habe ich noch einen Ast zwischen Getriebeklemmen oder was? Ich habe das Gefühl, mein RX-7 nimmt kein Gas mehr richtig an. Habe ich irgendwas kaputt gemacht? Ey, die kommt richtig gut ran. Die kommt richtig gut ran. Was ist hier los? Jetzt wird es doch wieder ein bisschen schwitzig. Wir sind erst bei 81%. Jetzt kommt noch die scheiß Kurvenstrecke hier den Berg inne hoch zum Krankenhaus hin. Die fahre ich auch immer nicht so sensationell gut. Diese kurvenreiche Strecke hier. Oh, ich habe mich verbremst. Ich habe mich da mal kurzzeitig verbremst, aber sie fährt die Strecke auch nicht so bravourös. Also diese Kurven. Boah, Alter, die gelben Autos. Ich glaube, die wurden nur entwickelt, um mich zu schaden. Gut, Freunde. Mal wieder ein Blacklist-Herausforderer, den wir gleich beim ersten Mal wegbashen, ne? Und damit ist Kase abserviert. Tschüssi, Kase. So. Wir haben lange nicht mehr links genommen. Deshalb nehme ich jetzt einfach mal links. Ja, ja. Ein Gegner-Fahrzeugschein. Sehr, sehr cool. Den haben wir jetzt gleich beim ersten Mal bekommen. Das heißt, wir könnten eigentlich mal noch... einzigartig Optik-Upgrade mal machen. Um ein bisschen irgendwie optisch was rauszuholen. Oder ein einzigartiges Teile-Upgrade. Ich meine, wir könnten auch einen Geldbonus kriegen, aber das ist jetzt nicht so. Ich mache mal ein einzigartiges Teile-Upgrade, komm. Oh, ich habe einen Spoiler bekommen, einzigartigen. Nice. Und als nächster Gegner der Playlist haben wir Hector Domingo. Kurz vorm Ming. Lebenslauf, das ist Ming, ist ganz stolz darauf, dass seine Kiste aussieht wie von der Stange. Er ist schnell und nimmt jede Radarfalle mit, die er erwischen kann. Ein echt guter Fahrer, hat seinen Schlitten angeblich irgendeinem stinkreichen Kerl abgeknöpft. Fahr erst gegen ihn, wenn du bereit bist, okay? Hat der... Fährt der ein Lamborghini? Was? Der fährt echt Lambo? Was? Oh, die Kiste sieht ja auch noch geil aus. Dass man nicht so ein scheiß getuntes Teil mit irgendwelchen Flammen-Drybeds oder so. Alter. Ja, den Lambo hätte ich natürlich gerne in der Sammlung. Wer hätte das nicht wahrscheinlich, ne? Wer hätte den nicht wahrscheinlich gerne in der Sammlung? Ey, Mann. Du bist langsam ganz schön bekannt. Überall beobachten die Leute, was abgeht. Die Cops rasten fast aus. Du hast noch 5 Blacklist-Fahrer vor dir. 2 davon gehören zu Razer. Mach weiter, bald haben wir es geschafft. Bald haben wir es geschafft vor allem. Wenn, dann hab ich's geschafft. Gut, Freunde, das war's für diese Folge von Need for Speed Most Wanted. Wir sehen uns hier beim nächsten Mal wieder. Vergesst bitte nicht, wenn euch die Folge gefallen hat, dann wie immer den Daumen in der nördlichsten aller nördlichen Richtung dalassen. Kanal abonnieren, Glocke aktivieren. Und natürlich beim nächsten Mal wieder reinschalten. Bleibt bis dahin schön gesund und ciao, ciao.